Heute wird's politisch. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Nadine, ich bin die Handfärberin von Schibert Garne und ja, heute wird es ein bisschen politisch und wer mir auf den ganzen sozialen Kanälen folgt, die ich unten in der Infobox verlinkt habe, der weiß, dass ich nicht der Typ bin, der die Klappe halten kann. Und wird sich schon gedacht haben, dass ich auch jetzt hier auf YouTube in meinem Podcast darüber sprechen werde. Ja, die aktuellen Ereignisse in Amerika, um die geht es und ich bin mir sicher, dass jeder von euch weiß, wovon ich spreche. Und zwar geht es um George Floyd, der tragisch umgekommen, ist das falsche Wort, umgebracht worden ist von einem amerikanischen Polizisten, was dann schließlich zu Aufständen in Amerika geführt hat. Ich möchte die ganze Geschichte jetzt eigentlich nicht nochmal genau im Detail erzählen und vertiefen. Es ist tragisch und es geht uns alle an. Wer möchte, kann gerne auf meinem Blog vorbeischauen. Ich habe dazu nämlich einen Blogpost auf meiner Seite veröffentlicht mit dem Namen Black Lives Matter. Und ja, bitte lest euch das einfach durch. Also ich bin der Meinung, es geht jeden an und schweigen ist genau das Falsche. Und zwar von jedem Einzelnen von uns. Jeder, der jetzt wegschaut, ja, macht was grundlegend falsch in seinem Leben, würde ich behaupten. Ja, es war dann so, dass man in den sozialen Medien, besonders auf Instagram, am Dienstag, ja, im Zeichen des Zusammenhalts, ein schwarzes Quadrat gepostet hat und nur den Hashtag Blackout Tuesday verwendet hat. Und ich bin der Meinung, dass so ein kleines Quadrat zu posten einfach nicht genug ist. Schön, dass man Solidarität zeigt, aber in meinen Augen sollte es darüber hinausgehen. Und deswegen habe ich mich jetzt in dieser Woche dazu entschlossen, kein Shop-Update zu machen. Das habe ich einfach gecancelt, das ist ausgefallen und habe stattdessen meine Follower und die Leute, die eben, ja, die mir folgen und mir zuhören, mich kennen, darum gebeten, dass sie sich doch informieren und überlegen, was sie als Unterstützung machen können. Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Ich habe auf meinem Blog da auch eine ganze Liste verlinkt, was man machen kann. Unter anderem Petitionen unterschreiben, Spenden. Und das Wichtigste ist, glaube ich, sich auch informieren, da, ja, mich selbst betrifft Rassismus null. Ich bin weiß, ich bin privilegiert, ich hatte damit noch nie zu tun. Ich glaube, so geht es den meisten, die mir zuschauen. Und ja, ich glaube, nur wenn man sich informiert, kann man sich halbwegs hineinfühlen, wie es einem geht, wenn man von Rassismus betroffen ist. Und ja, deswegen ist mir es ein sehr großes Anliegen, dass ihr euch auch informiert, weiterbildet und überlegt eben, was ihr tun könnt. Und tatsächlich ist es auch so, dass man, oder ich nehme an, dass sich viele von euch jetzt fragen, ja, und was hat das mit Stricken zu tun? Und da muss ich auch sagen, dass ich denke, dass es auch mehrere Gründe hat, warum ich mich dazu äußere. Punkt 1 ist, ich kann meine Reichweite nutzen, um vielleicht ein bisschen was zu bewegen, euch zum Nachdenken zu bringen, wenn ihr es nicht schon tut. Und der zweite Punkt ist, und das hatten wir letztes Jahr schon mal mit der I Stand With Revelry, wenn sich da noch jemand dran erinnern kann, Aktion. Meine Meinung ist, dass alles politisch ist. Alles. Auch das Geschäftliche. Und ich persönlich habe beispielsweise für mich entschieden, dass ich, soweit es mir möglich ist, soweit ich davon weiß, eben keine Geschäfte unterstützen möchte, die nicht klar Position beziehen. Weil ich dann nicht weiß, wo ich einkaufen gehe. Also ich möchte nicht
ich möchte einem Nazi-Konzern kein Geld geben. Und deswegen denke ich, dass es sehr wohl nicht vom Geschäftlichen zu trennen ist. Und ich denke, für euch ist es auch gut zu wissen, wo ich stehe und wo ich mich klar positioniere. Und mir es eben nicht reicht, nur ein schwarzes Quadrat zu posten, um zu sagen, hey, jo, tut mir leid, sondern dass es mich wirklich bewegt und ich mir auch Gedanken mache, was man machen kann. Und uns Strickende geht es auch sehr viel an. Ich habe dazu auf meinem Blog auch einen Link gepostet zum Ravelry Forum, das sich nennt For the Love of Ravelry, und dort findet man einen Thread, wie man die ganze Black Lives Matter Bewegung und überhaupt, was man gegen Rassismus tun kann. Ja, ich habe mir ein bisschen Notizen gemacht, deswegen schaue ich, weil es ist doch ein bewegendes Thema und ich möchte auch nichts Falsches sagen. Und ich kann mir vorstellen, dass einige von euch jetzt abschalten, weil sie ja gelangweilt sind. Aber ich hoffe, dass ein paar von euch doch dranbleiben, weil es doch ein Thema ist, ja, das uns alle angeht. Ja. Also wir als Strickende, was können wir tun? Wir können natürlich Künstler, Handwerker, Designer unterstützen, die farbig sind und oft nicht im Mittelpunkt stehen. Wir stricken meistens nach den bekannten, immer die Begleit also, na, Anleitungen nach den immer gleichen Designern, die immer gleichen bekannten Gesichter. Und in diesem Thread, den ich gerade erwähnt habe, gibt es unter anderem eine Liste auf Ravelry mit farbigen Designern, die man eben unterstützen kann. Und genau das habe ich gemacht und habe erstmal all meine Projekte stehen und liegen lassen und mich dann am Mittwoch und Donnerstag, also nach dem schwarzen Quadrat Dienstag, damit auseinandergesetzt, ja, welche Designerin ich gern unterstützen würde, und habe ein komplett neues Projekt gefunden, Wolle rausgesucht und auch gleich angeschlagen. Und das möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Also, und zwar ist das der Scrapper Cardi. Können wir ganz genau nochmal in Nahaufnahme sehen. Ist ein sehr schönes, sehr einfaches Design auch. Die Designerin findet ihr, Moment, sie hat sogar eine eigene Homepage, thedrunkknitter.com. Die Anleitung ist auf Englisch, auf Ravelry ist käuflich erwerblich, das ist der Sinn der Sache. Und wird mit Garn in Decay-Stärke gestrickt, also doppelt so dick wie Sockenwollstärke. Man könnte, wenn man will, natürlich Sockengarn doppelt nehmen und all seine Reste verstricken. Das ist ja auch Scrapper Cardi, damit man seine Reste verstricken kann. Ich habe mich allerdings dazu entschieden. Moment, jetzt muss ich einen Korb holen. die Soft Decay dazu zu verwenden, das bereits ein Decay-Garn ist, und zwar in drei verschiedenen Farben. Ich bin momentan ein bisschen bei den Herbstfarben gelandet, habe ich das Gefühl. Und zwar denke ich, dass die drei Farben zusammen perfekt aussehen. Das ist hier einmal Morrock, Caramel Camel und Vanilla Sky. Und Moment, durch die Anleitung nochmal. Ich habe mir gedacht, dass ich, hier ist das Halsbündchen, das würde ich gerne in der dunklen Farbe Morrock stricken, genauso wie dann hier das Band an der Seite, hier unten das Bündchen und hier die Bündchen. Und Caramel Camel, also der karamellfarbene Ton, und Vanilla Sky würde ich dann eben gerne hier von hell nach dunkel gehen. Und das so ineinander verlaufen lassen. Das Ganze ist nämlich auch wieder ein Fade, wenn man es genau sieht. Muss man nicht machen, kann man aber machen. Genau, das heißt, ich habe auch die Wolle natürlich schon gewickelt und angeschlagen. Und bin noch nicht weit. Es ist noch nicht viel Zeit vergangen bis dahin. Aber, ups. So sieht es bis jetzt aus. Also das ist jetzt das Bündchen hier mit Morrock gestrickt und hier unten bin ich in
Vanilla Sky gelandet und mir gefällt die Farbe jetzt schon sehr gut. Ist auf jeden Fall perfekt für den Herbst geeignet und wirklich ein sehr einfaches Projekt. Man strickt nämlich eine Rundpasse in Reihen und nimmt immer mehr zu und dann ist der ganze Cardigan, also man hat hier ein sehr simples Muster. Kraus rechts, was eben durch eine rechte Masche hier unterbrochen wird. Ich glaube, dann nehme ich der Anleitung nichts weg. Wenn ich das verrate, sieht man hier. Und ja, ist dann super einfach zu stricken. Man nimmt jetzt ein bisschen zu. Also jetzt natürlich, das wird jetzt hinten liegen. Und bis man zu den Ärmeln gekommen ist, dann wird abgeteilt und dann strickt man kraus rechts runter. Also jede Reihe rechts. Super Anfängerprojekt und ist auch super einfach beschrieben. Wird allerdings dauern. Ich glaube, das frisst nämlich ganz schön Wolle. Deswegen in meinem Körbchen sind einige Stränge parat für dieses Projekt. Aber es macht mir auf jeden Fall jetzt schon großen Spaß. Und ich habe damit für meinen Vorsatz 12 Oberteile im Jahr 2020 ein neues Projekt gefunden, an das ich zuvor gar nicht gedacht habe. Es hat sich also auf jeden Fall gelohnt, die Liste anzuschauen und ja, diese Designerin damit zu unterstützen. Und ich hoffe, dass euch dieses Projekt auch gefällt und ihr sogar vielleicht nachstricken möchtet. Würde mich sehr freuen. Ja, so viel zu diesem Projekt. Dann machen wir weiter. Meine Maissocken sind endlich fertig. Oh, endlich sind sie fertig. Und zwar sind das die Socken aus dem Botsocks Frühlingsclub. Der letzte Monat war der Monat Mai. Und hier sind sie. Und sie sind fertig. Und ich bin glücklich, dass ich es noch geschafft habe. Mich hat mal jemand gefragt, wo ich diese Sockenbretter her habe. Die habe ich irgendwann mal ganz, 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 ganz günstig auf eBay gekauft. Und das ist ja auch nur, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Presssparen oder so. Also wenn ich da ein bisschen zu sehr hinkomme, das würde knicken. Ist nicht die höchste Qualität. Wenn mir jemand einen Tipp geben kann, wo man verstellbare Sockenbretter kaufen kann, also die man von der Größe her verstellen kann, daran wäre ich sehr interessiert. Das würde mich sehr interessieren. Ja, dann erwähne ich noch einmal die Anleitung. Und zwar sind das die Globetrotter Socks, die es bei mir gibt. Ja, und wenn natürlich die Maissocken fertig sind, was muss man dann machen? Wir haben ja Juni. Die Juni-Socken anschlagen und die sind jetzt aus dem Botsocks-Sommerclub. Der erste Monat. Zeige ich euch erstmal die Wolle dazu. Oh, viel zu hell. Mache ich denn das, dass es nicht so blendet? Das Dumme ist, da ist das Fenster. Ich brauche das Licht zum Filmen, aber es macht gerade. Ja, so im Schatten könnt ihr sehen. Nicht so halt, das sind in etwa die Farben. Das ist die Hauptfarbe und als Kontrastfarbe hier dieses schöne Gelb, das jetzt auch viel zu hell ist. Ja, hier kommen die Farben richtig raus. Genau, und ja, viel habe ich noch nicht gestrickt. Aber immerhin angefangen, erste Socke und bis jetzt so weit runter. Ich stricke einfach Stinos glatt rechts runter. Und was ich immer ganz gern mache, ist, dass ich mir mit den Fortschrittsmarkern meine, ja, markiere, meine Runden markiere. Also, dass ich zum Beispiel weiß, wie viel ich hier gestrickt habe fürs Bündchen und dann eben weiß, es ist jetzt alle 10 Reihen, habe ich mir einen Marker reingehängt, damit ich dann weiß, ja, wie viel ich beim zweiten Socken machen muss. Und somit muss ich mir überhaupt keine Notizen machen, sondern habe hier alles papierlos in der Projekttasche. Ja, also meine Juni-Socken. Und dann seht ihr, glaube ich, im Hintergrund ta-ta-ta, mein fertiger Tanier. Endlich fertig. Ich zeige jetzt als erstes nochmal die Anleitung. Schwupp, hier ist sie, Denja von Caitlin Hunter oder Boyland Knitworks. Ist ja schon das zweite Teil, das ich davon gestrickt habe. Dieses Mal habe ich hier Singulo verwendet, ein Verlaufsgarn. Das macht es also ganz von selber. Und ich glaube ungefähr bis hier oder so
habe ich gestrickt, dann war das erste Knäuel weg und den Rest habe ich dann mit dem zweiten Knäuel gestrickt und da ist auch so gut wie nichts übrig geblieben. Und dann habe ich in der letzten Folge gemeint, dass ich mir überlege, ob ich die Ärmel länger stricke. Und wenn ich ehrlich bin, ich hätte einfach keine Lust mehr. Und habe die so nach Anleitung gemacht, wie es sein soll. Ich glaube, ein paar Runden länger, vielleicht 3 oder 4 Runden habe ich es länger gemacht, als es drin steht. Ja, das gute Teil sitzt. Dieses Mal ist es mein erstes, ist ja recht oversized. Dieses ist jetzt. Ja, eng anliegender, aber passt auf jeden Fall. Ich wollte es heute eigentlich anziehen, aber ich habe das erst gewaschen und es ist noch ein bisschen klamm. Vielleicht zeige ich es euch in der nächsten Episode. Ja, aber es ist fertig und damit meine ich, jetzt muss ich überlegen. Helft mir mal beim Zählen. Ich habe den als erstes meinen Sis-Pullover gestrickt, dann den Alpaka-Pullover. Dann den Missoni Accomplished, dann den Sorrel. Tanya ist die Nummer 5. Das heißt, ich liege eigentlich ganz gut in der Zeit, um meine 6 Oberteile im Jahr 2020 zu schaffen. Ich hoffe es. Aber jetzt habe ich ja ein paar Oberteile mehr auf den Nadeln. Ich habe noch den. Hier in der Tasche ist von Andrea Murray mein LYS, aber da ist überhaupt nichts vorangegangen. Seit dem letzten Podcast habe ich null daran gestrickt, glaube ich zumindest. Der Ärmel ist immer noch auf diesem Stand. Mehr habe ich nicht gemacht. Mir waren jetzt erstmal die Socken wichtiger. Genau, das heißt, den habe ich jetzt als Oberteil auf den Nadeln, den LYS und dann noch den ganz neu auf den Nadeln, den Scrubber Cardi. Und ich habe noch ein neues Projekt. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich wollte ja eigentlich meine Projekte ein bisschen abbauen. So von der Anzahl her. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich schlage zu viel an. Also, vom Tanja ist mir ein bisschen Wolle übrig geblieben. Nicht viel, ein kleines Knäuel. Ich habe es ausgerechnet, ausgewogen. Ich habe es gewogen. Das sind ungefähr, weiß ich nicht mehr genau, 26 oder 28 Gramm gewesen. Irgendwo habe ich es aufgeschrieben. Und ich mag ja eigentlich nicht, wenn Reste rumliegen, weil ich mag zwar Resteprojekte, mache ich ja jetzt, zeige ich euch gleich, was ich damit gemacht habe, aber ich mag es nicht, wenn die Reste überhand nehmen. Und deswegen habe ich mir gedacht, oh, gleich was Neues draus machen, habe ein bisschen auf Ravelry gestöbert und bin auf diese süße Anleitung gekommen. The Window Cat. Eigentlich geschrieben für, ich glaube, Worsted Weight Yarn. Ja, Worsted Weight Yarn, also viel dickeres Garn. Aber ich habe mir gedacht, so schwer ist die Konstruktion nicht. Die ist übrigens kostenlos, die Anleitung. Moment, Designer. Steht nirgends drauf, aber ich verlinke es euch auf jeden Fall auf meinem Blog in den Shownotes. Ja, aber die Konstruktion ist so einfach, dass ich mir gedacht habe, das kann ich auf jeden Fall umrechnen für dieses Garn und stricke das Kätzchen einfach kleiner. Also die ist fast zu groß, wenn ich mir die Projektbilder anschaue, Ravelry. Fast so groß. Sagen wir wie eine kleine Hauskatze. Und meine wird ein Baby. Soweit bin ich jetzt. Also ich habe den Körperteil gestrickt und das hier ist jetzt dann der Rücken. Und dann kommt noch der Kopf dran. Und ja, das wird dann nämlich unsere kleine Fluffy. Wir haben nämlich eine kleine schwarze Katze. Die habt ihr vielleicht auf Instagram schon ein paar Mal gesehen. Mit gelben Augen und ja, die stricke ich jetzt einfach in Miniaturformat nach. Und deswegen brauche ich auch noch gelbe Knöpfe für die Augen. Vielleicht nähe ich es auch dran, ich weiß, also mit einem Faden dran nähen die Augen, ich weiß es noch nicht, aber ja, mal schauen. Ein kleines Zwischendurchprojekt, was mal was anderes ist. Wenn ich es mir jetzt so anschaue, ich glaube, ich hätte ein paar Maschen mehr anschlagen können, weil da ist noch einiges da. Aber es kommen ja auch noch nach dem Kopf. Ich glaube, Pfoten kommen noch dran und ein Schwanz.
Haben wir es wahrscheinlich trotzdem. Vielleicht mache ich noch eine kleine Maus dazu, mit der sie spielt oder so. Das wäre auch noch eine Idee. Aber mal ein anderes Projekt, mal ein komplett anderes Strickprojekt. Und wie gesagt, ist kostenlos. Also wenn ihr Lust habt, aus irgendwelchen Resten was Witziges zu zaubern, Window Cat, nur auf Englisch erhältlich, ist auf jeden Fall eine witzige Anleitung. Ja. Und dann, ich habe noch mehr. Oh Gott, ich habe so viele Projekte. Ich habe nämlich ein bisschen rumgekramt und im Haus mal alles zusammengetragen, was ich noch habe. Kleinen Moment, jetzt muss ich es erst finden. Dann haben wir ja auch noch den Strong Together Knit Along im Zeichen von Corona. Ich werde es wieder verlinken. Und ich zeige euch jetzt einfach den Korb und ihr seht, ich bin dabei, die Decke zusammenzunähen und hier unten sind noch ganz viele Reste. Ich mache die jetzt noch nicht auf, weil die Quadrate noch nicht hübsch aneinander genäht sind. Da bin ich auch dabei und die wird größer, als ich gedacht habe. Und die hätte ich eigentlich gern bis zum nächsten Podcast, also das, was ich bis jetzt gestrickt habe, fertig zusammengenäht, damit ich es euch zeigen kann. Es ist auch nicht mehr so viel zu tun, aber ja, zusammennähen. Es hat. Manche mögen Fäden vernähen nicht. Das finde ich immer ganz schön, weil dann weiß man, Projekt beendet. Ich mag Sachen zusammennähen nicht so gern. Aber ja, das heißt, die Decke, nächstes Mal zeige ich sie auf jeden Fall. Das ist aber ein Projekt, das ihr kennt. Und dann habe ich noch mehr Projekte gefunden. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich euch die jetzt am besten zeigen kann. Das eine sehe ich gerade, habe ich schon wieder komplett verräumt. Dann habe ich irgendwann einmal angefangen, meine Färbungen, die ich habe. Ich habe ein paar aus dem Programm geworfen, aber es sind trotzdem noch 113 Stück und habe irgendwann einmal angefangen, Muster zu stricken. Upp, muss ich die erstmal hier rauskriegen aus dem Beutel. Habe angefangen, Quadrate zu stricken zu allen möglichen einzelnen Färbungen. Das hier ist Marelle. Ich schau mal, was ich so hochhalten kann. Ich zeige euch jetzt nicht jedes einzelne. Das hier ist Lavender Field, Highlight. Haben wir noch Rainbow Reef. Ich habe keine Ahnung, wie viel Quadrate das mittlerweile sind. Auf jeden Fall ein ganz schön großer Stapel, aber es sind auf jeden Fall noch keine 113. Und ich weiß auch nicht, ob ich damit weitermache. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr, wo ich mir notiert habe, wie viele Maschen ich da angeschlagen habe und so. Gut, könnte man jetzt ausrechnen. Aber ich habe mir, ja, ich habe dieses Projekt jetzt wiedergefunden und mir gedacht, ich muss die mal auf dem Boden auslegen und gucken, ob das schon eine Decke wäre. Und wenn nicht, wie viele Quadrate ich noch brauche, damit es eine akzeptable Decke wird. Weil, ja, Muster zu jeder einzelnen Färbung, das sind nur die mehrfarbigen, die einfarbigen, da habe ich noch gar keins gestrickt. Was soll ich mit denen machen? Also, ich habe Fotos bei vielen Färbungen, seht ihr eben dieses Quadrat gestrickt, wo dann eben der Strang mit drauf liegt. Aber was soll ich sonst damit machen, als eine Decke draus zu machen aus den Quadraten? Das heißt, das ist noch so eine Aufgabe, die ich ja gerne im Jahr 2020 erledigt haben würde. Also, wie heißt das Projekt auf Ravelry? Sample Swatch Party, habe ich das genannt. Dann, den Poncho habe ich jetzt nicht da. Der liegt im Studio drüben. Ich habe aus der Infinito, die es bei mir gibt, das ist auch ein Verlaufsgarn, angefangen, einen Poncho zu stricken und zwar schon vor über einem Jahr. Und das sollte eine ganz einfache Konstruktion sein, die ich euch irgendwann mal erklären werde, wenn ich das Projekt da habe. Und ja, ich habe einfach nicht dran weitergestrickt. Warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Obwohl ich diesen Poncho wirklich gern haben würde. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr
12 Oberteile zu stricken, warum mache ich denn den Poncho nicht fertig? Der ist zu, ich würde sagen, 40% fertig. Das heißt, der kommt auch bald, ja, visuell in den Podcast. Und dann, eins habe ich noch, wahrscheinlich sind es noch mehr, aber eins in Greifweite habe ich noch. Habe ich aus dem gleichen Garn, also auch der Infinito, in diesem Blau. Nicht wundern, der weiße Faden, der ist nur zum Orientieren, wo der Verlauf anfängt. Also er geht von dunkel nach hell. Und mit dem habe ich angefangen, oh, ich bin weiter, als ich gedacht habe, einen Schal zu stricken. Schwupp, machen wir mal von der Länge her. Genau. Und zwar, falsch rum gezeigt, habe ich hier am Anfang so ein keltisches Muster gestrickt und dann werden die Zöpfe immer kleiner, beziehungsweise die Abstände immer größer. Na, hier sieht man es, der Schal immer heller. Und dann möchte ich es eben in die andere Richtung, also jetzt wieder mit hell weitermachen und dann, ja, damit es wieder mit dem Dunkeln und diesem keltischen Muster endet. Und eigentlich, also wenn ich jetzt so schaue, dann, wenn ich dieses Knäuel verstricke, dann wäre da ein fertiger Schal. Habe ich aber auch schon seit Monaten nicht mehr angerührt. Und ich denke auch, dass der super wird. Wenn der mal gespannt wird, ist das nämlich auch eine schöne Breite hier. Aber liegt da und ich mache nichts dran. Und bei Zöpfenstricken wundert es mich wirklich, weil Zöpfe stricke ich eigentlich sehr gern. Also, auch noch ein Projekt, das ich euch verschwiegen habe. Und ich glaube, das war es jetzt aber. Ich glaube, das war es an Projekten, die ich momentan habe. Ich überlege gerade. Ja, nein, das war es wirklich. Ja, das heißt, es gibt einiges zu tun, einiges zu werkeln. Und letztes Mal habe ich mir vorgenommen oder als Priorität gesagt, ich darf nichts anderes anfangen, bevor die Maissocken nicht fertig sind. Und ganz ehrlich, ich brauche solche Vorsätze. Also das habe ich jetzt wirklich gebraucht, dass ich mich hinsetze und nichts, an nichts anderem nadeln darf, bevor die Socken fertig sind. Und auch wenn jetzt doch wieder einige Projekte dazugekommen sind, egal ob neu angeschlagen oder hervorgekramt, werde ich jetzt als erstes dieses Wochenende die kleine Fensterkatze fertig stricken und dann, ich denke, das Scrapper Cardi. Also der macht momentan total Laune zu stricken, weil man überhaupt nicht nachdenken muss. Das Muster ist nicht kompliziert, es ist schön einfach beschrieben, was dann heißt, jetzt strickst du 10 cm einfach so weiter, sowas mag ich. Und dann kommt wieder ein kleiner Teil, dann machst du wieder, weiß ich nicht, 10 cm wieder was anderes. Das heißt, ich glaube, beim Scrapper Cardi seht ihr nächstes Mal auch wieder einiges an Fortschritt. So, jetzt schaue ich noch ganz kurz auf meine Notizen, die ich mir geschrieben habe, ob ich denn nicht irgendetwas vergessen habe. Haben wir. Ja, das war's. Schneller durchgerauscht, als ich gedacht habe. Also, ich hoffe, dass ihr euch das, was ich zu Anfang erzählt habe, über die ganzen Ereignisse in Amerika, dass es uns alle angeht, dass ihr euch das zu Herzen nehmt. Ernsthaft, wirklich. Und wir, ja, gemeinsam daran arbeiten, dass wir eine bessere Welt werden. In diesem Sinne, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann!